Hallo und wie versprochen, gibt es jetzt regelmäßig Updates von Tommy. Und ihr hattet euch ja so interessiert für das Gartenleben mit Tommy. Ne? Das ist ja für uns eine riesengroße Erleichterung. Und hier seht ihr gleich nach der Schule, also meine Frau holt den Tommy von der Schule ab. Und dann geht es immer gleich im Garten, wenn das Wetter schön ist. Und er freut sich da riesig drauf. Und da geht es auch nach der Schule nicht irgendwo anders hin, weil dann ist die Laune gleich nicht mehr gut. Also er braucht das, dass er genau weiß, da geht's in den Garten. Nach der Schule, Garten. Ne? Das ist halt diese Routine, die er braucht. Ja, und das kommt natürlich auch auf der Straße vor, dass er sich entgleitet. Das macht er sehr gern. Aber genauso schnell zieht er sich dann wieder an. Und das kann dann auch eine Jacke sein oder ein Pullover. Das passiert jetzt, wenn man jetzt mal den ganzen Nachmittag sieht, mehrmals. Ne? Umziehen, anziehen, ausziehen, umziehen, anziehen, ausziehen. Und ihr habt auch gesehen, wie schnell Tommy sein kann. Und das ist das Riskante auf der Straße. Deswegen ist es ganz wichtig, dass er immer festgehalten wird, weil er die Gefahren auch gar nicht erkennt. Na, er würde auf die Straße laufen und weiß jetzt nicht, dass ein Auto gefährlich ist. Ja, und im Garten angekommen. Ja, ist die Freude natürlich groß, ne? Und jetzt überlegt er, was er macht. Tut er jetzt schaukeln, sitzt in der Nähe von seinem Zelt oder fragt er gleich nach einer Süßigkeit. Ne? Das sind so die Schwerpunkte, die er dann hat. Hinten links seht ihr den Swimmingpool, den werden wir auch jetzt in den nächsten Tagen aufbauen. Und wenn der dann steht, geht es aus dem Wasser gar nicht mehr raus. Und das ist für Tommy nicht wichtig, ob das ist kaltes Wasser oder warmes Wasser. Er sitzt da drin, als wenn er das irgendwie nicht spürt. Und ja, mit der Schaukel experimentiert er jeden Tag. Das ist so eine neue Stellung, die er für sich rausgefunden hat. Und eine Schaukel, müssen wir wirklich sagen, also muss bei Tommy immer sein, ob das zu Hause ist oder ob es im Garten ist. Das beruhigt ihn ungemein. Aber jetzt ist irgendwas, naja, die Stimmungsschwankung. Ne? Das ist so jetzt hart an der Grenze, das erkenne ich sofort am Gesichtsausdruck. Er ist mit irgendwas unzufrieden oder hat vielleicht irgendwelche Schmerzen oder Probleme, die er nicht äußern kann. Aber solange das schaukelt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Wie ihr seht, trägt Tommy auch wieder Windeln. Das war ja mal ein Jahr ohne. Er hat dann aber ganz schnell festgestellt, es ist so wunderschön, überall hin zu pullern, ne? Im Flur, ins Bett, ne? Fand das ganz lustig. Und somit muss man bei Familie und Freunden, wenn wir zu Besuch waren, dann immer wieder eine Windel bei Tommy anlegen. Ja, da hat er sich wieder ganz schnell dran gewöhnt und jetzt sind wir wieder beim Entwöhnen. Ne? Also nach dieser Schul-Pampers ziehen wir dann die Pampers wieder aus. Er rennt dann ganz normal in Jogginghose oder in Shorts rum. Und dann versuchen wir, jede Viertelstunde mit ihm auf Toilette zu gehen. Aber es funktioniert noch nicht so ganz. Er macht trotzdem die Hose. Ne? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ihr es gemacht habt. Könnt ihr gerne mal schreiben, ne? Wenn ihr uns da weiterhelfen könnt. Wir verzweifeln bald mit diesen Windeln. Naja. Und was er natürlich auch gerne macht, er hat ja immer was in der Hand zum Wedeln. Ne? Zum Hin- und Herbewegen. Meistens so eine Gummischlange. Aber auch lange Grashalme oder halt so Stricke findet er ganz interessant. Und alles, was bei uns wichtig ist, wie zum Beispiel Ladekabel und so weiter, müssen wir wirklich vor Tommy verstecken. Die sind ratzifatzi weg. Und er kaut auch dann drauf rum. Ja. Aber wir lassen ihn und haben auch so ein paar Ecken eingerichtet, wo er seine ganzen Kabel und Schnüre hat. Und da kann er dann sich austoben. Jetzt braucht er wieder Zeit für sich alleine. Ist oben auf seiner Anhöhe im Garten, relaxed, ne? Und bewacht sein Zelt dann. Von da oben hat er halt die beste Aussicht. Ne? Er sieht alles und wenn er von da nicht mehr genug sieht, dann macht er raus auf den Weg und setzt sich draußen vor dem Garten auf den Weg, weil er dann alles mitbekommt. Ne? Da kann er beobachten. Merkwürdigerweise hat er nach der Schule, obwohl die in der Schule sagen, er ist eigentlich ganz gut, hat er dann sofort wieder Kohldampf. Ne? Und er kriegt dann meistens irgendwas zu essen. Und naja, es klappt zwar manchmal ganz gut, dass er wie im letzten Video mit Messer und Gabel isst. Ja, nicht mit Messer, also mit Gabel und Löffel.
Er verwechselt das zwar noch ab und zu mal, dass er denkt, ein Löffel ist eine Gabel. Aber nach kurzen Hinweisen funktioniert das dann. Was unser Problem ist, er bleibt nicht sitzen. Das hat man auch schon mal, dass er sitzen geblieben ist. Aber jetzt nimmt er meistens eine Gabel oder er bekommt eine Gabel in den Mund und dann haut er gleich wieder ab. Dann dauert das 2-3 Minuten, dann kommt er wieder und holt sich den nächsten Happen ab. Das kriegen wir jetzt auch ganz schwer raus. Aber wichtig ist halt, dass er isst und dass es ihnen schmeckt. Und da sind wir auch sehr zufrieden. Das Wichtigste, was wir jetzt über den Garten berichten können, in Bezug auf unseren Tommy, auf einen Autisten mit Autismus-Spektrum, ist, dass es eine absolute Erleichterung ist. Er hat dort seinen Bereich, der ist eingezäunt, da kann er sich frei bewegen, entfalten. Man hat so viele Möglichkeiten, gerade jetzt in Bezug auf eine Schaukel oder ein Zelt, wo sie sich verstecken können, wo sie sich zurückziehen können. Können wir euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr einen Garten habt oder wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Garten irgendwo zu erwerben, dann macht das. Ist das schön? Tommy. Es gibt natürlich aber auch andere Phasen, und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier war jetzt zum Beispiel die Situation, der Tommy hat gemerkt, wir haben jetzt die Pflanzen gegossen und meistens machen wir das abends. Und nachdem wir die gegossen haben, geht es nach Hause. Und wir denken einfach, er richtet sich drauf ein. Das war für ihn das Zeichen, es geht jetzt nach Hause. Aber wir gehen jetzt nicht sofort nach Hause. Wir haben halt etwas eher gegossen. Ja, das nächste Mal werden wir das natürlich beachten. Und dann ist natürlich für ihn, eine Änderung im Plan. Das mag er gar nicht. Und er kann sich halt dann nur äußern, indem er sich, wie hier jetzt, dass er weint und schreit, sich zurückzieht. Manchmal zieht er sich auch an den Haaren, oder haut sich selber auf den Arm oder auf die Hände. Ja, ist aber bei Weitem nicht mehr so schlimm. Vor 3-4 Jahren hat er da teilweise noch mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr. Gott sei Dank. Aber es geht uns ja auch so, dass uns gewisse Dinge nicht passen und irgendwie muss er sich äußern. Aber er kriegt sich relativ schnell wieder ein und erst recht im Garten. Was für Tommy natürlich typisch ist, und vielleicht könnt ihr das bei euren Kindern oder bei euch selber auch beobachten, ist halt, wenn er sich so reinsteigert, dass er ganz vermehrt an seiner Nase reibt. So richtig extrem hin und her bewegt. Vielleicht ist es eine Beruhigung, keine Ahnung. Aber hier seht ihr Tommy schon wieder vorne am Tor sitzen. Es geht schon wieder besser. Jetzt zeigen wir euch noch eine kleine Situation, wo wir erst gar nicht wussten, was los ist, weil das eine relativ untypische Bewegung für Tommy ist. Relativ selten, so auf und ab springen und diese Laute dazu. Und er hat es dann noch weiter geäußert, indem er mit dem Popo auf dem Boden gerieben hat, dass wir eigentlich gedacht haben, irgendwas stimmt nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Stimmungsschwankung oder irgendwas. Und dann haben wir ihn die Hose ausgezogen. Und da saß er wahrscheinlich in der Nähe von einem Ameisenhaufen. Und da haben ein paar Ameisen im Popus gebissen. Und er kann es ja nicht sagen. Die Ameisen haben natürlich gepullert. Gut. Also, das soll es erstmal gewesen sein für dieses kleine Video. Es folgen weitere. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder über euch etwas schreiben wollt, gerne in die Kommentare. Macht's gut.